Gude zusammen, heute mal wieder vor der Linse. Initial erstmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an den Henry, der mir einen sehr netten Brief geschickt hat. Sehr netten Brief mit einem Rückumschlag für einen Sticker. Paar sehr nette Worte mit dabei, hat mich ultra gefreut. Henry, falls du das siehst, vielen Dank nochmal. Ich hoffe, der Brief ist mittlerweile bei dir angekommen. Du hast deine Sticker bekommen. Lass gern mal was von dir hören, würde mich freuen. Ganz schnelle Aktion. Es ist schon, glaube ich, 9:30 oder so, aber mir ist langweilig, deswegen habe ich gedacht, ich mache noch was. Die Standard Super Duty Tow Mirrors, also die großen Trailerspiegel, sind ein bisschen scheiße. Die haben den Nachteil, dass der tote Winkelspiegel, der hier unten sitzt, relativ schmal ist. Man sieht da eigentlich wirklich nur so einen Bodenbereich. Und ja, ich weiß nicht, die Spiegel haben auch irgendwie so ein bisschen komische Vergrößerung, also ist nicht ganz so das Wahre. Jetzt habe ich hier noch den Leihspiegel von Bruno, der ist manual, das heißt, da ist nichts mit der elektrischen Verstellung. Das wäre natürlich ganz schön, wenn wir das wieder hätten. Deswegen bauen wir heute um auf die 2008 Plus Super Duty Spiegel. Werdet ihr dann gleich sehen, der Spiegel ist größer. Sieht anders aus, hat eine andere Form, geilere Linse für den Totwinkelbereich. Ja, und er hat on top noch hier außen eingelassene Side-Marker, also Running Lights und Blinker und hat noch eine Beheizungsfunktion, also Heated. Habe ich tatsächlich nicht. Das heißt, diese Side-Marker, Blinker und auch die Heat-Funktion, die sind nicht möglich bei mir im Standard, aber ja, da werde ich irgendwann mal schauen, dass ich das irgendwie gedeichselt bekomme. Time Relay dran, um das Ganze zu schalten, dass die nur so knapp 2 Minuten laufen, nicht irgendwie stundenlang an sind und die Spiegel dann heiß werden. Ich zeige euch mal, wie man das gute Stück hier abbekommt. Also sprich, wie man auch die Türverkleidung abbekommt, weil da natürlich die Kabel drin liegen. Ist tatsächlich sehr, sehr unkompliziert beim Super Duty, beim Ford. Ja, gucken wir uns an. Das erste, was wir tun müssen, hier oben das Panel für die Steuerung muss ab. Relativ einfach. Kurz nehmen, nach oben wegziehen, raus. Und dann muss ich eigentlich nur noch die Stecker lösen. Jo. Die drei Kabel, das andere steckt wie gesagt drin, ist abgeklemmt hier rein. Dann haben wir hier noch ein zweites Panel. Auch das geht relativ einfach durchziehen ab. Das sind diese Metallclips, wie man so bei Ford überall findet, auch einfach abziehen. Ja, und jetzt habe ich eigentlich exakt zwei Schrauben, die ich lösen muss. Die eine sitzt hier oben, ganz normale Bolt mit einem Sechskant. Und dann habe ich hier unten in diesem Lämpchen, wo also die Lampe für zum Absichern drin ist, nochmal eine ganz normale Kreuzkopfschraube. Die schraube ich jetzt raus. Und dann können wir das Ganze einfach nach oben wegziehen und können es zur Seite stellen. Dran denken, hier die Lampe ist auch noch gesteckt und angeklemmt. Die natürlich abmachen, nicht abreißen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Zuschauer waren auch schon. Jetzt einfach unten unter dem Trailer, also der Abnahme, die am Griff nehmen, nach unten ziehen, dann das Ganze rausnehmen. So, die Lampe unten rausdrehen, hoffen, dass nichts mit Flöten geht. So. Und zur Seite stellen. So, hier haben wir dann die Innenverkleidung, wie ihr sehen könnt. So eine Schutzfolie natürlich drauf. Die ist hier noch mit Klebestreifen fest vom Tausch der Scheibe. Ja, und dann haben wir
letztlich hier hinten dran irgendwo das Kabel sitzen. Am einfachsten ist es, man macht hier den Lautsprecher kurz raus. Das sind auch zwei Schrauben, ein Stecker. Und dann kommt man da relativ easy dran. Zwei sehr kleine, ganz normale Köpfe. Nehmen wir jetzt kurz ab. Und dann kommen wir hier hinten dran an den Kabelstrang. Machen den ab. Und dann kommt schon der letzte Part. Hier sind, ich glaube, insgesamt zwei oder drei Schrauben oder vier Schrauben. Ich weiß es jetzt gar nicht aus dem Kopf. Die wir lösen müssen. Und dann können wir den Spiegel auch schon abnehmen. Das ist eigentlich das ganze Hexenwerk. So, Lautsprecher ist raus. Wie gesagt, ein Stecker, relativ easy. Bei den Spiegeln ist es natürlich jetzt so, da die ja wie gesagt manual sind, da ist nicht mal ein Kabel dran. Das heißt, der Stecker baumelt hier unten und mehr ist nicht zu machen. Ich mache jetzt hier diese zwei Abdeckungen noch raus, schraube die Schrauben lose, nicht ganz ab, weil ich muss ja dann den Spiegel irgendwie festhalten, sonst fällt er ja runter. Und das mache ich dann von der anderen Seite. Eine Schraube lasse ich drin zum Halten und das war's. Man hätte auch schlau sein können, hätte das Fenster runterlassen können, bevor man die Batterie abklemmt. Aber man kann ja nicht alles haben. Zack. So, da kommt der neue. Ich muss natürlich erst das Kabel rein. Ich hab so was gut. Jo, die kommt. So, bisschen festziehen. Und dann kommen die restlichen. So, da setzt er sich. Ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Das sind schon Mordsspiegel, ne? Von der Abmessung. So, die vierte. War kein Gewinde, keine Angst. Es war jetzt nur das Festgehen an den Stellen, wo es festgehen muss. Also gibt so zwei, drei Punkte, wo sich das Ganze reindrückt. Ja. Und dann kann man auch direkt sehen, dass die Kiste langsam geht. So, ich hole euch gleich wieder dazu. Wenn das Ganze fest ist, dann gucken wir es uns nochmal an. So, weil die neuen Spiegel natürlich mehr Drähte haben für mehr Funktionen, Heated, Zeitmarker etc. gibt es hier so einen kleinen Adapter dazu, der von dem dreipoligen, den wir jetzt gerade haben, auf den neuen geht. Und der ist natürlich original von der Belegung, das heißt, den werde ich mir dann einfach selbst pinnen. Die Pins sind schon auf dem Weg. Hier hängt noch irgendwo, habe ich gerade weggedrückt, der Anschluss für die Speaker rum. Muss ich gerade wieder rausfriemeln, dass ich den wieder anschließen kann. Ja, und hier ist quasi jetzt das gute Stück neu. Bestimmt schon gesehen, der ein oder andere kennt die Dinger. Ja, es sind natürlich, es sei denn, man kauft sich die Originalen von Ford, alles Nachbauten aus China. Das ist natürlich alles dann mehr oder weniger Plastikscheiße. Aber der ist jetzt eigentlich ganz sauber dran gegangen. Mussten noch einmal losmachen, mussten ein bisschen neu justieren, dass er dann komplett hier oben auch reingerutscht ist. Aber
Ja, das passt. Ganz dicht sind die ja sowieso nie. Die liegen zwar immer mit so einer Dichtung an, da ist zwar so eine Schaumstoffdichtung, sage ich jetzt mal, so ein Pad hinten dran. Das zieht sich an den Löchern selbstverständlich ein bisschen fest, aber ganz dicht, wie gesagt, ist es sowieso nie. Die Fensterschachtleisten haben ja auch irgendwo ihre Löcher. Dafür sind unten in den Türen ja die entsprechenden Abläufe drin. Ja, das ist das gute Stück. So schaut es jetzt dann, wie gesagt, aus. Den zweiten, den bastel ich erst morgen hin. Da muss ich ein bisschen umrangieren, dass ich da drüben ordentlich hinkomme. Jetzt habt ihr das aber auch mal gesehen. Wenn ich die guten Stücke neu bepinne, zeige ich euch das natürlich, wie es funktioniert. Aber für heute jetzt erstmal ein ganz kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat vielleicht dem einen oder anderen irgendwo geholfen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video bald wieder. Rinnihauen. Gute.